Also ich muss sagen, erste Halbzeit waren wir deutlich besser. Wir hatten das Spiel eigentlich im Griff. Teutonia hatte kaum Chancen. Ja, nach der Halbzeit haben wir das Spiel ein bisschen aus der Hand gegeben. Es war ein bisschen zerfahrener von beiden Seiten. Ja, ist natürlich bitter, jetzt in den letzten Minuten das Ding zu verlieren. Letztendlich, ich denke, wir können gegen Teutonia mit dem Unentschieden leben. Also sicherlich muss man das besser verteidigen. Wir haben speziell in der zweiten Halbzeit viele lange Bälle reinbekommen und wir sind dann viel mehr hinterhergelaufen, haben nicht mehr ganz so früh gestört und dementsprechend die Klasse von Teutonia ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Letztendlich hätten wir das nach vorne noch ein bisschen besser spielen können und gleich den Sack zumachen müssen und dann wäre das alles nicht passiert, aber letztendlich können wir uns davon auch nichts kaufen, von daher geht's weiter. Also letztendlich haben wir gesehen, wir können gegen jeden Gegner mithalten, wenn wir Gas geben und das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und auf jeden Fall, dass wir bis zum Ende fighten, dass kein Sieg vor der 90. Geschenkt ist. Und das müssen wir einfach weitermachen.